wir haben ja gerade jetzt gehört, das sei ein Kernkraftwerk. Also ich habe da meine Zweifel. Wenn man heute die Lanz oder Zeitung liest, dann ist das etwas Nachhaltiges da hinten. Ja, so steht es in der Zeitung. Es sei sehr nachhaltig und außerdem sei es ethisch zu vertreten, weil notwendig. Und was wollen wir denn eigentlich mehr? Warum kann man da dagegen sein? Das ist ja auch nicht gefährlicher wie eine Fahrradspeichenfabrik. Hat auch schon mal einer gesagt. Dem haben wir es aber dann austrieben, die Fahrradspeichenfabrik. Für die Jüngeren unter euch, das hat Strauß zu Wackersdorf gesagt. Ja, das wissen ja viele nicht mehr. Die Generation, die so nach mir ist, die hat den Begriff mit Fahrradspeichenfabrik nicht mehr so drauf. Aber meine Damen und Herren, zunächst mal herzliche Grüße von Markus Rindersbacher. Der war ja beeindruckt, wie er das letzte Mal da war. Ich soll euch die Grüße bestellen der Landtagsfraktion. Wir haben ja interessante Wochen hinter uns. Der Herr Söder hat eine Regierungserklärung abgegeben, so nach dem Motto, nichts Genaues weiß man nicht, aber wir machen so weiter. Und dann ist ein FDP-Sprecher rausgegangen und hat zum zweiten Mal gesagt, er ist dafür, dass man ISA 1 abschaltet. Ja, hat er gesagt. Und dann hat ihn der Mut verlassen. Oder hat man so klar gemacht, dass er wahrscheinlich jetzt unter dem Teppich spazieren gehen kann, weil als wir dann am Donnerstag drauf im Umweltausschuss mit den Freien Wählern zusammen einen Antrag gestellt haben, Abschalten von ISA 1, dann konnte er sich bitte nicht mehr daran erinnern, was er gesagt hat. Dann haben wir ihm sein eigenes Protokoll vorgelesen im Umweltausschuss, dann war das ein Irrtum. Also ich meine, das Landtagsamt hat das nicht kapiert, was er sagen wollte, und wir haben ihn nicht verstanden. So macht man in Bayern halt Politik. Am Sonntag verkündigt man was und am Montag macht man es anders. Ganz richtig, abschalten diese FDP-CSU. Da haben Sie recht. Und meine Damen und Herren, wissen Sie, wenn man jetzt da sagt, wir bräuchten Geld aus dieser Brennstabsteuer, um die Regenerativen zu fördern, dann sage ich Ihnen, das rot-grüne Gesetz hat gut gefördert, sonst hätte man nicht so viele dunkle Dächer. Und meine Damen und Herren, wenn wir Geld brauchen würden, so dringend, dass wir gleich eine Brennstoffsteuer brauchen und dafür die Laufzeiten verlängern, mit all den Risiken, dann hätte man eigentlich diesen Herrschaften bloß eins nehmen brauchen, von den Zinsen aus den Rückstellungen die 25% Zinsabschlagsteuer verlangen, wie sie sie auch zahlen dürfen, wenn sie ein paar Euro kriegen. Die Herrschaften brauchen das nicht. Und das ist die größte Schweinerei. Das ist ungerecht. Sie, wenn einen Euro Cent Zinsen von der Bank kriegen, zahlen sie 25% Zinsabschlagsteuer. Diese Herrschaften haben aufgrund der Rückstellungen mehrere Milliarden Euro auf der hohen Kante und kriegen dafür Zinsen und zahlen null Steuern. Und wenn das gerecht ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Im Übrigen, ob diese Brennstäbesteuer überhaupt kommt, entscheidet ja letztlich die EU, nicht Bayern oder Deutschland, sondern es ist noch gar nicht sicher, ob nicht die EU im nächsten Jahr sagt, Herrschaften, das geht nicht, ihr dürft, Atomkraft darf nicht behindert werden, das ist EU-Recht, der Meinung der EU nach, und deswegen ist es noch gar nicht so sicher, ob man überhaupt Geld von der Brennstoffsteuer kriegt. Ich meine aber, es hätte es überhaupt nicht gebraucht. Wir waren auf gutem Weg in Bayern, dieses Dreckszeug zu beenden, und die Ausstiegsszenarien haben gepasst und haben beschleunigt dafür gesorgt, dass regenerative Energien kamen mit 340.000 Arbeitsplätzen. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die da drin Angst haben und ihrem Arbeitsplatz, verstehe ich überhaupt nicht. Erstens, bis diese Kraftwerke mal abgebaut sind, sind die längst in Rente. Weil die dürfen ja die Demontage noch mitmachen. Und von daher glaube ich nicht, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angst haben müssen mit dem Arbeitsplatz. Wer Angst haben muss, und das ist richtig, und das sollen sie ruhig. Das sind die, die Geld kassieren wollen. Die Menschen jetzt verängstigen mit zwei Dingen. Strom wird teuer. Da gibt es jetzt plötzlich diese erbärmliche Story. Die armen Leute müssen den Strom der Regenerativen zahlen. Die Gewinne der Regenerativen werden von den Ärmsten bezahlt. Also seit wann haben die schon mal Mitleid mit irgendjemandem gehabt? Geschweige denn mit den Leuten, denen es sowieso nicht gut geht.
Da versuchen sie jetzt unter eine Decke zu kriechen, unter die sie nicht reingehören, und dann müssen wir es ganz schnell wieder raussuchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will es damit bewenden lassen. Es ist nicht so warm, dass man da lange stehen kann. Machen Sie weiter, helfen Sie uns mit beim Kampf gegen die Laufzeitverlängerung. Noch ist es nicht verloren. Es müssen noch ein paar Gerichte darüber entscheiden. Und wir müssen unseren Druck aufrechterhalten. Ich habe dem Söder vor der Laufzeitverlängerung gesagt, er treibt die Leute auf die Straße und er kündigt mit diesem Gesetz, wenn es durchkommt, den Konsens in dieser Republik. Und das hat er geschafft. Und das müssen wir ihm auch immer wieder beweisen. Herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit.